Mein Name ist Claudia Kramer, ich bin Polizeihauptkommissarin im Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter. Unsere Polizeiinspektion gliedert sich in die drei Standorte Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel. Hier in Salzgitter übernehme ich zurzeit die Vertretung der Beauftragten für Jugendsachen. In den Kommissariaten Peine und Wolfenbüttel befinden sich ebenfalls Ansprechpartner in der Prävention. Meine Themenschwerpunkte sind unter anderem die Extremismusprävention hier in Salzgitter, aber auch die Vermittlung und Stärkung der Medienkompetenz von Schülern, Eltern und Lehrern. Ich sensibilisiere und kläre auf zu den Themen Gewalt, Amok, Zivilcourage. Hierfür bin ich sehr viel an Schulen präsent und gebe Unterrichte, Elternabende und Fortbildungen. Ich unterstütze die Präventionskampagne der Polizeidirektion Braunschweig so aktiv, weil ich selber Mutter bin von zwei Töchtern. Und deshalb spreche ich aus Erfahrung, wenn ich sage, dass Kinder und Jugendliche einen besonderen Schutz vor sexuellem Missbrauch benötigen. Ich sehe es als Aufgabe der Polizei an, nicht nur die Strafverfolgung zu übernehmen, sondern auch zum Thema aufzuklären, sensibilisieren und informieren. Und vor allen Dingen Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. Denn Kinder und Jugendliche müssen vor sexueller Gewalt geschützt werden. In diesem Zusammenhang bietet sich natürlich auch eine gute Netzwerkarbeit an. Wir hier in Salzgitter stehen in einem regen Austausch mit dem Jugendamt und der Beratungsstelle.